Herzlich willkommen zurück. Wir sind da, die Köttelbuben. Oh, Arsch. Arsch. Junge. Das ist aber echt ein bisschen grinstibel übertrieben. Letztes Mal haben wir versucht, über einen Stein Scheiße in mein Gesicht kugeln zu lassen, ey. Hat leider nicht geklappt, deswegen haben wir es diesmal nebeneinander versucht. Und es war erfolgreich. Ja, ich gut bin geschissen. Hier noch, ist die halbe Miete. Ja, genau. Ich bin jetzt noch dabei, hier abzuladen. Und ich baue gerade oder sammel Stein für eine Schmiede, damit wir Metallwerkzeuge kriegen, damit wir besser und schneller Stein farmen können für unser schönes Haus da hinten. Genau. Ja, ja. Das kurze Summary vom letzten Mal. Braucht ja. Da die letzten 30 Minuten nicht die gucken. So einfach kann man das zusammenfassen. Ja. Guckt auch bei mir. Ja, guckt auch bei Max. Das Geile war, das haben wir in der vorletzten Folge auch schon gesagt und du hast deine Folge einfach nicht hochgeladen. Ja. Könnte man meinen, dass wir das extra gemacht haben. Dann, könnte man weil's, meinen. Weil es lustig ist eigentlich. Aber vor allem, ich habe auch meine einfach nicht hochgeladen. Nö, hast du einfach gelassen auch. Einfach nein. Tschüss. Will nicht mehr. Nö, es ist auch nicht, erwünscht. Oh, hier kriegen ja ganz schön viele Steine raus. Warte, da war noch Stroh. Ey, wir haben ja, doch ja. Mehr, als ich dachte an Sachen. Ja, wir sind auch halt schon Level 25 und du Level 100 oder so. Keine Ahnung, Millionen. Wie viel du... 100 Millionen schon. Oh, das ging aber schnell. So. Gut, ich habe, glaube ich, soweit alles leergeräumt. Was wir mal bräuchten, wäre jetzt ein Futtertrog. Darum kümmere ich mich mal gleich als erstes. Du darfst aber nicht unser Metall verschwenden. Doch, ich wollte schon einen Metallfuttertrog machen. Nee, du brauchst Metall für einen Futtertrog. Was? Glaube mir, mein Sohn, ja. Scheiße. So, ich glaube, das reicht sogar schon. Jawohl, ich brauche nur noch 40 Fasern und kann mich nicht mehr bewegen. Kannst du mir... Mann, du bist einfach unverbesserlich, ey. Marcel, einfach unverbesserlich. Geiler Film, Junge. So, warte mal, ich guck mal eben hier. Der war echt geil. Ich muss sagen, die Minion-Filme sind halt nicht einfach nur diese Kinder-Hype-Scheiße. Ja, ne? Zuletzt aber irgendwie schon. So der Solo-Film, den fand ich jetzt nicht so geil, muss ich gestehen. Stimmt, der war nicht so gut. Aber die anderen beiden waren richtig, richtig gut, fand ich. Auch wenn die daraus wieder übel den Profit geschlagen haben, ne? Du hast ja die Scheißviecher überall gesehen irgendwann. Ja, genau, das meinte ich, ne? Auch wenn die da diese Hype-Scheiße machen, die Filme sind halt echt gut. Es war euch auch übel. Ja. Also den ersten fand ich ganz okay. Und dann bin ich in den zweiten gegangen, einfach nur, weil ich sie lustig finde. Und dann war der halt echt gut, der Film. So. Ja. Also hab ich mag gelacht. Den eigentlich auch. Viel Spaß. Ich muss aber sagen, ich fand den ersten besser. Aber ist ja völlig egal. Ja. Ja, ist ja wie Herr der Ringe. So. Was? Ja, genau. Oh, ich wollte nur ein bisschen Scheiße reden. So, warte mal, hier 7. Können wir auch nochmal und nochmal. Ist ja und wie Herr der Ringe. Ende. Ja, das ist schön auch. So, ich bin so produktiv, Mann. Zwei Fensterchen und ein Ofen und GG. Gesundheit. Danke. So, hier hin und hier hin. Ich sammle gerade unsere ganzen Narkotikbeeren. Gut. Gut. Das ist schön. Lecker. So, stellen wir denn das Öfchen hin? Stellen wir wahrscheinlich mal in die andere Ecke. Da willst du die Treppe hinmachen. Dann soll ich die neben die... Nee, das geht auch nicht. Soll ich hier hin? Komm in die Ecke. Alter, wann gewittert's hier endlich, Mann? Ihr seid ohne Witz ganz Deutschland. Entschuldigung. Steht unter Wasser. Kein Problem. Ganz Deutschland steht unter Wasser. Man muss es wirklich mal sagen. Nur ein kleines Dorf. Ja, leistet Widerstand, Alter. Ich bin hier einfach im Auge des Sturms, ey. Hier zieht jede Fickwolke vorbei, Mann. Ich kann nicht mehr. Alter, der Junge ist richtig fertig, ey. Warte mal. Nee, das heißt ja hier jetzt anders. Werk. So, ich hab alles... Berg. Ja, hier ist, Oberhausen steht unter Wasser. Ja, ist halt echt so, Alter. Also ist echt gut gelaufen bei uns. Ist halt Kirmes echt. Ist echt gut. Halt komplett stärker, also, glaube ich. Und dann fahren solche Vollidioten mit dem Auto da noch rein. Und mir denkt, ja, wenn ich einen See sehe, dann kann man mit einem Twingo auch schon mal durchfahren. Das ist ja einfach, das weiß man ja. Von der Größe her passt das doch. So, Twingo. Ja, Mann, Twingi. Winky Winky, Alter. So. Wenn ich ihn sehe, Oh, jetzt haben wir hier Kacke, die tun wir hier rein und dann braten wir das. Ja. Ab geht's. So, einen Metallbahn haben wir, 4 brauchen wir noch für eine scheiß Werkbank. Ich mache nebenbei schon mal hier die Warteschlange für Narkotics rein, weil wir haben ja irgendwie 500 Narkotikwerke gehabt. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal den Raptor und gehe mal unten am Strand gucken, ob da so kleine Kacksteine sind für Metall. Was hältst du davon?
Die Kiesel, meinst du? Ja, ja, ja. Naja, aber begib dich nicht in... Ne, da sind viele Adler. Nein, wenn ich doch nicht. Alter, 10 Minuten später. Marcel versinkt unter Wasser wegen ersoffen. Ein paar Sekunden später. So rum. Kannst du mal den Ofen im Auge behalten, damit wir nicht zu viel Holz verbraten, da, weil da ist nur zwei... Ein... Okay, danke. Was haben wir hier? Ach, T-Rex, Giga. Ach, T-Rexe, wow. Adler, nice. Hier, ach, wirklich ein T-Rex. Adler. Ja, es ist doch ein T-Rex, ja? Ein Adler. Und ein Skorpion. Ja, aber ich habe da eben einen T-Rex gesehen. Also eben letzte Folge, wo ich das erste Mal hier an der Klippe stand. Also kämpfen gerade ein Bronto, ein Adler und ein... Oder was ist ein Bronto? Ist mir egal. So, gucken wir mal hier. Würfe wären halt echt praktisch, ne? Wölfchen, ja. Jetzt so. Jetzt so ein Becherchen, Junge. Futtertrog. Wo haben wir denn die Scheiße? Schildkrötchen, Tag. Ich weiß ja noch nie, wie die Scheiße heißt. Dann könnte man... Ach, es gibt jetzt auch Holztische und Holzbänke? Oh, echt cool. Das ist ja süß. Hat das auch einen Nutzen oder ist das für Sims Fotzen? Kannst du für Sims Fotzen dann benutzen. Entschuldigung. Die spawnen dann. Genau, das brauen die. Braun! Nee, warte, hä? Hier ist nix. Man braucht Rohmetall. Alter, sogar gar nicht mal wenig. Ja, eben, deswegen. Eieiei. Ja, aber wir brauchen so ein Ding, auf jeden Fall. Warte mal, das da hinten, ist das so ein scheiß Kiesel? Also hier ist echt, nicht, nee. Hä? Hier ist echt nix. Ja, halt nicht am Meer, ne? Du musst am Fluss gucken. Am Bach. Ja, aber was anderes haben wir gerade nicht. Ja, wir müssen halt irgendwie mit der Zeit da eine Lösung finden. Kommt Zeit, kommt Rad, kommt Metall. So ist es, so ist es. Wenn wir Rad haben, können wir Auto bauen. Ja, oder einen Wagen. Oder ein Wagen. Kappa-Kebab. Kappa-Kebab, da geht's wieder los. Ich würde so, dich achso, ich sollte hier gucken mit dem Holz, ne? Ja, Holz ist alle. Ja, gut, dass wir hast nicht du jetzt im Wald sind. Das ganze Metall verbrannt? Da sind nur zwei gewesen. Na, Kompis, okay. Fickt euch, ich hau ab. Da, nee, ist achte auf Ausdauer, ne? Ja, ja, ich... Mein Sohn. Mein Sohn, es ist gut. Also wir haben hier noch 10 Metall. Die brauche ich jetzt aber auch. Also ich brauche 8. Ja, aber jetzt macht die doch nicht für den Futtertrog. Ja, warum denn nicht? Weil wir erstmal eine Werkbank bauen sollten als einen Futtertrog. Ja, da brauchen wir doch wesentlich mehr Metall, oder nicht? Nee, da brauchen wir 5 Metallbarren. Das wären 10 mit Rohmetall. Ah, okay. Gut, I see. Marcel. Ja, gut. So, hier war das hoch, ne? Ja. Ja, okay. Suche war nicht erfolgreich. Ja. Das sieht nicht gut aus. Da aber unten. Wir müssen trotzdem weiter scouten, nach wie vor. Ja, ja. So, ich stelle nochmal hier 51 her. Alter, für Schwede, ey. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? Level 30. Oh! BG? Ja, warte Kacken. Mal. Jeremy kackt. Warte mal. Warte mal, hart dran. Harasser-Sattel, Stego-Sattel, Galenius, Zielfernrohr. Fernrohr. Sehr gut. Ich habe auch ein Rohr. Ja, danke. Gesundheit. Bitte. Hab ich extra für dich gemacht. So, Chitinrüstung. Sehr gut. Und da bin ich auch schon wieder. Erfolgreich, nicht raus. Erfolgreich. Ja, Revolver. Bei Leben zurückzukommen ist eigentlich schon erfolgreich für mich. So, gucken wir mal hier. Hast du die reingetan? Was denn? Nee. Wir brauchen ja das Metall. Hä, hey, den hatte ich doch gerade gelernt. Bücherregal. Ach, Bücherregal, Leute. Metall. Ja. Es ist doch hier im Schrank. Was guckst du mich an? Im Schrank. Was hast du denn in den Ofen gelegt? Oh, ich bin schon wieder Level Up, ey. Scheiße. Level Up? Ja, das geht ruckizucki. Michael geht hält mich am Boden. Michael hält's am Boden. Alter. Oh, das war mir aus Versehen. Ich aber das ist echt nicht schlecht. Michael hält's am Hoden. Am Hoden, meine ich ja. Ja, aber der Hoden ist real. Wie hast du das sortiert? Alter, ist das links dumm. Wichtig, rechts links wichtig und sind die Basic-Baumaterialien. Und rechts okay. Ist jetzt erstmal so Füllefranz, beziehungsweise halt so das Keratin, Chitin, Leder. Oh, der Franz, Alter. Und ja, sowas. Hier, das ist gut. Das ist auch gut. Oh, ich bin Level Up. Nichts hält dich am Boden. Außer der Hans. Nee, wie hieß er? Holz, ich weiß mehr. Michel noch. Holz. Der Michel hält mich am Hoden, Junge. So, warte mal, welches Level bin ich? Was brauchen wir denn davon? Radio? Boah, geil, können wir Mucke hören dann?
Was, echt? Ey, wieso denn Radio? Hiermit kannst du über sichere, über größere Distanzen kommunizieren. Das ist ein Funkgerät und kein Radio. Ja, haben sie gut übersetzt. Sehr gut. Eine Armbrust zum Beispiel können wir auch bald. Metallaxt, Metallspitzhacke. So. Sehr schön. Bücherregal. Pfeile nicht. Okay, Handschellen. Mit. Gut. Ach du, ich mache Gamma hoch hier. 3, zack. Räucherkammer. Oh, das wäre auch mal eine Idee. Ja. Ja, was macht er hier? Gut, jetzt hier ist die Frage, was machen wir jetzt weiter? Also eigentlich müssen wir A, Metall finden. Mhm. Warte mal, ab wann kann man nochmal Fliegeviecher reiten? 35, ne? So ist es. Keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal ja. Aber das klingt richtig, das klingt plausibel. Ich glaub hier, der hier, ja. Okay, tja, was mache ich jetzt am besten? Ich könnte halt einfach losziehen und Metall suchen. Ja. So, ich habe auch eine Metallspitzhacke. Und ich mache weiter Stein. Ja, dann mach ich das. Obwohl, Stein wollte ich ja machen. Warte mal. Wir haben noch einen Metallbarren danach. Also, wenn du so, wenn du Metall gefunden hast, dann kommen wir am besten sofort wieder hier hin. Also, ich habe 100 mit 10 Metall, ne? Ja, ja, die habe ich jetzt schon gebracht. Brennste. Und habe die Werkbank gemacht. Ja, okay. Wo soll ich die am besten hinstellen? Am besten daneben, ne? Ja, nee, weil wir machen noch mehrere Öfen. Ja, okay, dann stelle ich die jetzt hier neben die Schränke. Ja, ich meine, ja. Ich hab wurscht damit. Ja, eigentlich wollte ich auch noch mehr Schränke bauen. Ja, aber die stellst du ja nicht nebeneinander, sondern so voreinander, oder? Ja. Ich stell's hier, warte. Na komm. Ich geh jetzt hier einfach mal auf den Berg rauf, ja? Ja, mach vielleicht haben wir ja Glück. Ja, vielleicht. So, damit steht die Scheiße auch. Und hier ist ein bisschen Kacken. Ein bisschen Kacken ist auch da. So, das sind normale Steine. Normalos. LOL. Wieso sieht das Spiel jetzt... War das da der Ort, wo wir waren? Weil ist hier ein Kristall? Kristall. Oh, nice. Sehr gut, sehr gut. Kristall ist schon mal gut. Oh, ein Ding. Dann warte mal, dann... Jetzt, okay. Ach, die Axt nehme ich erstmal für Steine, weil das momentan... Oh, seltener Pilz habe ich im Kristall gefunden. Oh, ja, ja. Auch gut. Ich auch. Manchmal Pilzbefall. So, hier... Du brauchst aber 3 oder so eine Scheiße für hier, ne? 8! Ah, eine Axt! 8! Ja, schön, kannst du mal machen. Ja, sag ich dann ja. Ist gut. Ja. Metall wäre jetzt echt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Metallspitzhacke her hatte. Ach ja, die hast du aus dem Drop, hast du die, glaube ich, gekriegt. Ja. Ach ja, stimmt. Übrigens, Drops. Ja, Drops ist eigentlich. Ah, ich sehe da hinten einen. Ja, die sind an. Aber die sind übel selten. Ja, die sind auch immer rot oder so eine Scheiße. Weil wir halt die Schwierigkeit wahrscheinlich mega hoch haben, deswegen. Es wird langsam wieder Tag, Senoritas. Senorita! Oh, die Sonne. Nee, plüpp. Die Sonne geht unter, plüpp, Reue kommt hoch. Ja, und weißt du, was auch hochkommt? Der Holzmichel. Breche! Achso. Säbelzahn-Iger. Holzmichel. Oh, der hält dich noch eine Hoden fest. Schaf, Wolf. Ah, nice. Oh, da ist ein T-Rex. Guck mal, wo du den Kakao direkt. Nein, da wo. Ich soll die Gewicht verlieren. Ich bin ein bisschen beladen. Ja, rennen und wenig essen. Ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen in die Scheiße geritten. Und damit meine ich. Du wirst ja nicht kacken, wenn du noch auf dem Vieh sitzt, ey. Ist ja eklig. Ja. Und du schmierst halt immer am Feld ab, ey. Junge. Und der nächste setzt sich dann da rein und da bin ich dann immer. Ja. So, jetzt bin ich wieder schnell. Oder kommt dann. Freut mich. Oh. Okay, bemerk. Bemerk? Da ist ein T-Rex. Es gibt hier keine Metallsteine, glaube ich. Auf dem Berg. Das klingt cool auf jeden Fall. Also ich bin zuversichtlich, dass du hier heile wieder zurückkommst. Ja, ich bin ja Pro. Ja, auf jeden Fall. Pros sterben nicht. Pros sterben nicht. Gut, haben wir das auch? Ich kann mal die Musik ein bisschen leiser machen. Okay, wir haben jetzt schon einen Punkt erreicht, wo wir nicht mehr anbauen können. Oder wir bauen halt eine Treppe. Nee, oder halt diese Stelzen-Scheiße da, oder? Ja, ich guck mal, ob ich die auch schon... Stelzen-Scheiße. Mal gucken, ob die finden. Stelzen-Scheiße. Nee, finden sie genau. Leider nicht. Genau. Holz, wie hießen die denn nochmal? Warte. Hier, Pfeiler. Ach du Scheiße, ey. Alter, liegt da ein toter T-Rex? Nice. Fick mich, ja. Okay, mach ich. Oh Gott. Die Scheiße. Der ist an 2 Mammuts verreckt. Jetzt hier den Holzpfeiler hinsetze. Tja, ich erkunde noch weiter. Sag mal, übrigens die Insel auf der anderen Seite, ne, des Meers. Ja. Wo wir da. Was ist das? Das ist einfach nur rot und scheiße und. Insel? Warte, ich guck mal eben über die Klippen. Wie du meinst.
Das ist eine Insel, oder? Ach ne, da rechts. Mündet mal auf der Karte, ne? Das ist eine Insel, ja. Was aber ist da? das ist einfach so stark gestanden. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Und nachher gibt's da übel viel Metall, weißt du? Ja, aber das finden wir, glaube ich, wahrscheinlich. Oder warte mal. Du bist Level 30? Ja, ne? 31 jetzt. Ich level irgendwie übel schnell, Marcel. Ja, dann werd mal Level 35, dann machst du einen Flugdino und dann kannst du sowieso noch besser scouten. Ja, vielleicht sollte ich das jetzt machen. Vielleicht ist das schlauer, ja. Ja, dann komme ich erstmal zurück, weil. Ja, und das mit den ich jetzt 10 Jahren suche. Entweder bin ich zu blöd oder. Weißt du? Oder das geht auf die Höhe noch nicht. Hast du versucht? Das steht, aber ich kann da nichts. Also ich kann da schon was draufbauen, aber das hilft halt nicht. Weil wirklich. Okay. Naja, normalerweise hast du ja. Naja, du weißt ja, was ich meine. Ja, ja. Diese Pfeiler, wo du dann Foundations ja, dran. Ja, ja. Ah nee, musst du nicht so Dächer quasi nehmen? Also für den ersten Stock, die Scheiße. Und nicht Foundations. Ja. Weiß ich, warte. Ich guck ja, mal. Ja, ja. 63, ja, da muss ich erstmal wieder farmen. Bevor ich das herausfinde. So ein, nicht Dach, sondern halt dieses quasi Zwischenebene Scheiße. You know what I mean. Ja, doch Dach. Also ist ja im Endeffekt immer das Dach. Ja, nee, aber Dach gibt's doch nochmal extra, oder? Ey, du hast halt den. Also du, ah, nee, du es sagst, gibt noch Schrägdach. Ja. Ja, ja, genau. Du hast halt den Boden der zweiten Etage ist meistens das Dach einfach. Ja. Ja, das geht halt deutlich schneller als die andere Scheiße. Ich sammle die jetzt einfach mit der Hand. Was auch immer. Whatever. Scheiße, Hand. Scheiße in der Hand ist besser als. Oh Gott, da ist ein T-Rex. Im Gesicht. Und ein schönes Mammut, Hallöchen. Was wollen die immer so weit oben, Alter? Das ist auf jeden Fall der beste Ort. So, das ist ein Adler, muss ich auch vorbeisneaken. So, hier. Gut. Komm, ich erzähl mal einen Witz, Leute. Ja, das kann er machen. Das Essen ist fertig, ruft Mutti durch die Wohnung. Ist jetzt wieder von kommt Erhard nörgeln, Dicke, oder? Ja, ja, klar, kommt nörgeln. Richtig witzig. Man merkt schon, da ist das was? Ja. Mach nochmal, bitte. Warte, das muss ich wieder raus. War auf jeden Fall eine Mutter, die ruft, gibt Essen, kommt nörgeln. Haha. Ist nörgeln Essen, oder was? Nein, nörgeln, die sollen darüber meckern. So, nach dem Motto, lol, ich hab Essen gemacht, jetzt kommt und beschwert euch, ihr Fotzen. Welche Mutter sagt das denn? Ja, keine, das hat er hat Diebe geschrieben, der Junge. Der Alter, der muss wirklich grenzdebil sein, der Typ. Das ist. Ja, der kommt wahrscheinlich aus der, was weiß ich, aus der DDR und hat sich in seinem Haus eingeschlossen für immer und weiß. Du hast dich gemutet. DDR ist egal. So. schön. So, ja, dann pflück ich jetzt Steine, ne? Pflück mal ein bisschen. So, ich mache jetzt ein Dach und guck mal, ob das funktioniert. Ja, bin ich gespannt. So. Ich glaube, der ist. Nee, der müsste eigentlich passen. So, ich habe den halt mittig versucht, mittig zu stellen, damit der genauso da drunter passt. Und jetzt 0. Doch, oder? Ja. Halt ein bisschen drüber, aber. Ja, besser geht, glaube ich, nicht. Ja, scheiß drauf, dann mache ich jetzt mehr. Ja. Oder? Moment, Steine. Ja, warte, wir kriegen. Moment, du weißt, was wir für Probleme immer haben. Hä? Ja, bezüglich Höhenunterschiede. Wir haben nochmal gestreamt, da haben wir 10 Jahre an so einem scheiß Garagending gesessen. Aber es hat sich gelohnt, bis zu dem Moment, wo die Affen das kaputt gemacht haben. Ja. Und dann haben wir sie gefickt, beziehungsweise ich. Ja, ja, so war das, ne? Damals, die gute alte Zeit, als wir noch Leute eingesperrt haben. Das war sehr witzig. Ja. Das war, da, die hätten selten so viel Spaß. Jo, ich einfach auch. Einfach so einen Typen einsperren in so einen Käfig, der die ganze Zeit nur rumschreit. Ich will hier raus! Das war so dumm. Ja. Oh, Junge. Okay. Ja, also Metall wäre halt schon geil, aber das wird hier erstmal nix, ey. Kacke. Warte mal, ich kann Fernglas bauen, Junge. Ja. Ich aber Leder, glaube ich. Leder und Holz. Ah, Kristalle hat es jetzt mitgebracht. Nee, kannst du ja gar nicht abbauen, oder? Doch. Doch? Eine Eisenspitzhacke. Ach ja, stimmt, lol. Oder kannst du mir die mal geben? Ich will mal kurz gucken, ob ich da mehr Stein rauskriege, auch wenn ich dann ewig viele Kiesel kriege. Nein, Stein kriegst du mit. Nein. Auf gar keinen Fall. Kriegt man nicht. Spitzhacke gibt viel weniger Steine als Axt. Ich glaube, du bist wieder muted. Hast du mein Leben. Das macht aber so viel aus, ist so schön. Ja. Willst du ein Fernglas? Ja. Ich war vergessen, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe mit dir diskutiert und du hast einfach nichts gehört. Das muss echt super schön sein. Okay, liegt in der Mitte des Hauses. Ach, lol, ja, stimmt. Das ging schnell. Dankeschön. Bitte. Dann suche ich mal Metall. Mach das. Hey, wie? Fernglas. Nein.
Ich muss jetzt 35 werden. Gib mir all deinen Stein. Ey, wie? Nein! Ja, wie all deinen Stein? Gib all deinen Stein. Mann, ich kann doch jetzt... Ja, oder was kann ich denn mal Schönes bauen? Du hast ja jetzt alles gebaut. Ja, und trotzdem nicht Level 30. Warte, ich geh einfach Narkobären farmen, komm. Ja, mach mal weiter, mach mal schön. Ja, mach ich mal schön. Mach mal schön, da oben. Alter, geil, es LOL! Es ist übel schwarz am Horizont und es gewittert. Ja, das habe ich. Ja, das Gewitter ist bei mir verbuggt, weil jetzt ist. Der ganze Boot ist hell und der Himmel Nein, ist. Nein, ich meine den echt! Ah, lol. Bei mir nicht mehr. Ach so. Ach. So. Ich hab ja jetzt hier null Problemo, ne? Na, Kottik. Es geht. Juhu. Da ist viel. Alter, lol, wie viel halt Busch hier einfach sind. Tschüss. Oh, Steinchen. Du. Übrigens, wo mich jemand darauf hingewiesen hat, was eine ziemlich gute Idee ist, nimm einen Sattel und tu ihn auf Heinz Günther, der ist höheres Level. Dann kriegst du vielleicht noch mehr Bären oder so. Oh, okay. Stimmt. Mir auch nicht aufgefallen. Hab ich gar nicht, du trägst ja nicht so mein Verantwortungsbereich. Ist auch nicht schlimm. Ja, deswegen, ist alles okay. Wilhelm, du bist jetzt ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn? So, stimmt, 133, Tatsache. Komm, jetzt hat er. Mann. Baller trotzdem Stein jetzt hier weg. So. Jetzt sagt Gewicht. Gewicht sagt Hi. Hi. Computer sagt Nein. Oh, es geht aber gut. Es geht zügig. Zügig. Machen wir das mal direkt hier. Hier gibt's aber viele Büsche. Holy shit. Alter. So. Büschchen in meiner Hose. Nee, warte, nee. Alter, holy fuck, wie viel Bären. Macaroni. Was hier rauskommt aus ihm, ey. Ja, man, raus aus ihm. No, level up. Ich auch. Level up. Hä? So. Ist sehr gut. Der steht... Hä? Der Trike ist level up. Okay. Gewicht. Jetzt sag ich mal auch mal nochmal Gewicht. Dann habe ich fast 200. Geiles Gewitter, ey. Ich freue mich so. Freu dich. Schöner Götterfunken, Junge. So. So, wie viel haben wir denn jetzt? Es läuft wieder flüssig, Popüssi. Ich brauche mal eine neue Grafikkarte. 100. Ja, das sagst du seit 1000 Jahren. Ja, ich habe nur noch keinen Kohl, Mensch. Kein Kohl? Ja, Helmut, Junge. So. Ich setze jetzt den scheiß Kühlschrank einfach auf den. Stell dir mal vor, es wäre wie bei Arken. Könntest du hier einfach eine craften. Ja, Alter, wie geil wäre das bitte? Craften. Crafty Craft. Crafter LP. Ups. Warte mal, ich tue mal das Fleisch. Tu ihn da mal rein. So, der über 100. 126 kann ich herstellen. Dann bin ich 35. Narkotics? Ja. Alter. Ja, wie viel Gammelfleisch hatten wir denn? Ja, ich habe halt von den Raptor und T-Rex alles zersetzt. Okay. So, ich glaube, das ist. Alter, er Diddle ist schon 26? Nice. Auf was hast du ihn geskillt? Immer auf Leben bisher. Ja, das ich habe ihn, glaube ich, auch noch einmal geskillt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Okay. Ach, Metall wäre so ein Traum. Das ist schön. Ja, guck mal, wie er Dietl gerade steht. Der Junge, wie bei König der Löwen, Alter. König der Dietl. König der Dittel. Dittelmaus. Kennst du noch Dittelmaus? Ja, Mann. Hab ich gesammelt. Ja, Mann, ich auch die Blätter, ey. Geil, kannst du noch riechen. Ich meine, wer kommt auf die Scheißidee, einen scheiß Block zu sammeln? Ich weiß das auch nicht. Und meistens nur so Kackblätter. Dann bist du deinen Kollegen gegangen. Boah, geil, Alter, den hab ich noch nicht. Gibst du mir ein Blatt? Und dann hast du ich hab nur noch drei. Alter, ich hab damals und wer einen Block hatte, wer einen Block hatte von einer richtig seltenen, war ja, Mann. Der King. Der hatte alles. Der konnte einfach. Sich einfach alles erkaufen. Ja. Das war wie Lotto. Ja, Mann. Hat er irgendwie von Lotto seiner Drecksmutter geschenkt bekommen und dann. Kacke, ey. Das war halt überhaupt nicht wie Lotto, aber ist egal. Aber ich habe auch damals jede Scheiße gesammelt. Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, ja, dann Pokémon-Sticker, Diddle-Blätter, Diddle-Figuren, irgendwelche CDs. Dann habe ich immer mit DVDs angefangen. Ey, ich musste mal alles haben. DVDs? CDs? Ja, okay, nee, das nicht. Ja gut, das mache ich ja bis heute, die Scheiße. Ja, gut, ich jetzt im Nachhinein halt bin ich stolz auf meine Spiele, die ich habe. Ich habe halt immer über die Crap-Spiele gekauft, so für 10 Euro. Sind wir immer schön mit Steffen nach Braunschweig gefahren, mit dem Kollegen. Und dann immer schön mit dem Expressbus. Und dann in den Citypoint, dann zur Spielepyramide. Geil. Und ja, dann immer so Hulk, das Game und so. Irgendwas ja, wird hier angegriffen. Ja, ist ein Dilo da hinten gewesen. Er hat mich angegriffen. Ich verprügel den. Arschloch. Diddle kommt schon. Mein Lederhandschuh kaputt. Toll, danke. Diddle kommt. Der frisst einfach nochmal die Leiche.
Diddle. Ja, bin dafür. Unseren nächsten T-Rex nennen wir Diddlemaus. Diddlemaus, ja, das ist ein Mäuschen. Oder er hat Diddlemaus. Süß. Da brauchen wir jetzt Wände, würde ich sagen. So, was bin ich jetzt? Stroh, was haben wir doch noch? 33 gleich. Ja, dann farm ich auch mal ein bisschen Steini. Du dann. Kann ich das hier abbauen? Steinig. Mich. Steinig mich. Aber wieder nicht, ne? Das tut weh. Wie groß wollen wir eigentlich das Haus machen? Bisschen. Bisschen. Meinst du? Aber auch nur ein bisschen. Alter, das dauert echt ewig hier. Scheiße, ist das frustrierend. Ja, mit so einer so Drecksteinachse auf Stein zu hauen. So ist es. So, machen wir hier noch einen. Oh, jetzt ist er kaputt. Oh, oh, weia. Oh, oh. Brauche ich denn dafür? Stroh. Oh, oh, oh. Oh, oh nein, er stirbt hier schon wieder, weil er verhungert. So von jetzt auf gleich. Ja, ja, so ist er, der Junge. Boah, wie laut der frisst. Holy fuck. Machen wir hier den Eingang oder so? Einzelne Geräusche sind einfach viel lauter als andere. Ups. Nein, nee, das können wir nicht dahin erweitern. War wieder Lag? Ja. Oder mein ich das nur? Okay. Gut, Steinchen. Boah, ja, es gewittert. Geil. Es wird so geil, ey. Es wird das beste Gewitter meines Lebens, ey. Ja, Mann, ey. Das, es wird das Gewitter, Junge. Das ist es. Das ist Gewitter fürs Leben. Ist mein Traumgewitter. So, ich möchte gerne... Pass auf, nachher ist einfach gegenüberliegend diese Insel voll mit Metallvorkommen. Dann wäre GG. Ist ein riesiger Metallplatz. Ja, einfach immer rüberfliegen, holen, zurück. Ja, 100 Pro. Das wäre übel nice. Eigentlich sollten wir mal den Schritt wagen. Alter, wie viel Stein ist denn hier in der Kacke drin, ey? Ich kacke. Manchmal kacke ich auch. Sag mal, Steinwände brauchen wir, ne? Ja, jetzt brauchen wir normale Steinwände nur noch. Und Decken. Stein. Oder warte, wie heißen die? Wand. Ich guck mal. Weiß Steindecke. Denn? Ja, heißen auch tatsächlich Steindecke. Ja, sonst mach du die Wände und ich die Decken. Können wir uns ja so aufteilen. Ich mach die Wände, okay. Ja, die sind schneller zu machen. Ich glaube, für die Decken brauchst du mehr Stein, wenn ich mich richtig erinnere. So. Ich verhungere gleich. Gleich mal zu, ja, ein paar Bären fräten. Ja, warte mal. Ich glaube, ich kann schon ein paar machen. Komm ich da rüber? Oh, Alter. Oh. Niki Knacki. Knapp. Übrigens, wo machen wir einen Häusereingang? Machst du überall Fenster? Nein, das waren jetzt den Rest machen wir normale Wand. Okay, das ist ja einheitlich. Ja, da wo was vorsteht, habe ich keine gemacht. Und dann haben wir besser einen Ausblick. Oder bist du so eine Sims-Futze? Ja. Ah, okay. Dann tut mir das leid, dass ich dein Barbie-Traumschloss versaut habe. Ja, bei mir muss immer alles ästhetisch sein und harmonisch. Kaputt. Bin ich. So bin ich. So bin bist dann der Funz. Nur du. Nur du. Wenn die Schweine weint, nur ein Teil von mir. Und der Rest. Der kackt. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, aber das Ding ist, ich habe halt bei meinem Vater früher immer Schlager hören müssen, des Todes. Alter, Oli P. ist der Beste. Alter, und du kennst halt sogar die noch beim Namen, Alter. Ja, sicher. Das ist echt nicht gut. Das ist für mich, das war ja nie vorbei, das habe ich bis heute gehört, ey. Das ist der geile Scheiß, Mann. Hast du gehört? Ja, Mann, das war schön. Hast du Fenster auf oder ist das... Yo. Eieiei, jetzt will ich auch wieder... Ja, sonst würde ich ja sterben. Wo machen wir die Tür hin? Boy. Wird noch zwei in die Richtung gehen, wo noch offen ist? Oder? Nee, dann ist auch kacke. Ja, dann lass hier die Tür hin machen, wo ich eins zu weit gegangen bin, hier. Machen wir hier. Nein! Was denn? Ist doch okay. Nix. Ja, ja. Was gemacht? Nichts, alles gut. Junge, was ist denn? Das war doch gut. Ja, war super. Hast du noch eine Wand da hingestellt, oder nicht? Ja, die war gut. Ah, jetzt sehe ich. Ah ja, okay. Ja, dann lass hier einfach den Eingang machen. Dann reicht. Dann können wir auch nach oben bauen. Gut. Wo den Eingang? Ja, hier einfach, dass wir hier was hochbauen. Ja, und dann ich guck mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ah, ich bin schon wieder Level up. Geil. Machen wir mal Gewicht auf 200. Perfekt. Ich bin jetzt 34,5 fast. Naja, okay, Anfang 34. Okay, das klingt gut. Alter, krass, wie schnell wir leveln. Ey, wie hast du das eingestellt? Auf 3 oder 4? Das hatten wir zusammen gemacht.
Krass, ey, vielleicht sollten wir das ein bisschen runterdrehen, oder? Ja, wenn ich jetzt schon wir wollten ja schnell wieder an den ja, Teil, gut, aber ne? Wir sind jetzt schon weit drüber hinaus. Ja, ist auch wieder wahr. Aber hier... Ich würde vielleicht einmal ein runterstellen, würde ich vorschlagen. Einmal ein. Einmal ein. Aber nicht bevor wir Level 35 sind, das wäre doof. Boah, schräg, ja, Steindach. Ja. Kann ich das schon machen? Nö, da fehlt mir Holz. Ich versuche mal ein bisschen rum hier, ob ich das hinkriege. So, dann pflücke ich hier nochmal ein paar Steine. Pflückchen. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Oh, was brauche ich denn dafür noch? Kaputt. Alles. Alle. Rügenwalder. Alle gleich. Alle gleich. Oh, oh. Alle gleich. Alter, hier ist schon wieder die Schlacht. Was der für ein Wendekreis hat, ey. Holy shit. Michael Wendekreis? Der Erdittel, der hat einen Wendekreis. Ja, der Junge ist du hast, der du hast einfach die Räucherkammer mitten im Raum gebaut, ne? Nee, ich hab die auf den Pfeiler gebaut, weil dann ist der Pfeiler mitten im Raum wäre. Ah, I see. Ja. Weißt du, du wolltest doch ästhetisch. Gar nicht dumm. Ja, danke. Bitte. Danke dir. Gerne. Ich habe ja nicht gedacht, mein Sohn. So, null. Dann haben wir passt die Karte zurück. Das passt nicht. Wie war das denn nochmal mit diesen Scheißdächern hier? Was denn? Ich habe jetzt hier so ein Schrägdach. Wie baue ich das dann nochmal an? Ich kann das hier hinbauen? Ich glaube, weil da kein Pfeiler ist. Ja? Okay. Dann mal. Ich glaube. Ja, ich baue einfach nochmal einen Pfeiler. Der kostet jetzt nicht so viel, glaube ich. Oh, 80 Metall. Mhm. Nein, Schipper, das war ein Scherz. Ja, du brauchst einen Pfeiler. Ich kann hier auch keine Wand dran bauen. Okay, dann mache ich eben einen. Ich brauche nur 20 Holz, dann habe ich einen. Also sieh zu, dass er echt durch den Boden guckt. Ja, der guckt so oder so durch den Boden. Da können wir nichts gegen machen. Hast du jetzt die Rohstoffe? Ja, ich mach den jetzt. Komm zurück. Okay. Und also das gewittert in-game und im Real-Life. Ja, Mann. Das ist deswegen war ich voll irritiert. Scheiße. Jetzt pass auf, dass du ihn so setzt, dass der oben nur ein ganz bisschen rausguckt. Ja, ich, also warte, 6. Das kannst du so ein bisschen anpassen. So wird, ja, anders geht's also nicht. Also ein bisschen guckt er durch, aber nicht so krass, glaube ich. Ja, genau. Ja, besser geht nicht. So, und jetzt 0. Und ich kann ihn da, toll, ich kann ihn, hä? Nicht? Ich kann ihn halt von der Ecke hier in die Richtung bauen. Aber ja, nicht, notfalls. Das macht gar keinen wahrscheinlich, weil es hier zu tief ist, doch. Weil es hier zu tief ist, oder? Oder ich mache noch einen Pfeiler, vielleicht geht's dann. Aber noch vielleicht. Einen Pfeiler. Das und vieles mehr, liebe Kinder, in der nächsten Folge. Haha, auf Wiedersehen. Ciao. Ich liebe euch nicht, doch schon. Nee, tschüss. Ich euch nicht. Hat er nicht gesagt. Schreibt's in die Comments, dass Marcel übel der Homo ist. Bitte nicht, Leute. Ich brauche die Abos. Bitte abonnieren nicht vergessen. Es ist kostenlos. Wenn die Bratkartoffeln gut durchgebraten sind, könnt ihr anfangen, den Schweck dazu zu legen. Außerdem die Zwiebeln vorher leicht andünsten in einer separaten Pfanne. Wenn ihr die von Anfang an gleich zu den Bratkartoffeln dazu tut, dann verkohlen die. Trolli saure Glühwürmchen. Sour Glowworms. Luciolis. Und in diesem Moment bin ich Level 35 gekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiedersehen.